Hi Flo, schöne Grüße hier nach Nürnberg. Wie geht's dir? Alles klar? Beste Grüße, Fabian. Schön, dich mal wieder zu hören. Ja, es freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier über Gerne. zwei Themen zu sprechen. Und zwar haben wir heute Folgendes vor. Wir sprechen als erstes mal über die Fördermaßnahmen, welche man aktuell ziehen kann, also KfW zum Beispiel Fördermaßnahmen oder auch staatliche Fördermaßnahmen für Unternehmen. Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten als Privatperson. Da ist der Flo nämlich richtig tief drin in dem Thema und weiß Bescheid. Als zweites würde ich mal noch gerne deine Auswirkungen auf den Immobilienmarkt erfragen, die du da siehst. Also was du denkst, was kurzfristig, mittelfristig und langfristig am Immobilienmarkt passiert und ob es auch vielleicht da ein paar Fördermaßnahmen gibt, die man mitnehmen kann. Gerne. Ja, fangen wir mal an Also, mit den Unternehmen. Was gibt es da für Möglichkeiten? es gibt natürlich kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen, die jetzt aufgrund der Corona-Hilfe initiiert werden, weil das Problem ist ja im Prinzip zweierlei. Auf der einen Seite fällt den Unternehmen der Umsatz weg, weil letztendlich entweder die Leute nicht mehr konsumieren können, weil sie letztendlich in ihren Wohnungen sitzen. Und auf der anderen Seite fällt auch in Teilen das Angebot weg, weil letztendlich die Lieferketten unterbrochen sind und manche Firmen überhaupt nichts mehr im Angebot haben. Gerade vielleicht, wenn du Local Content machst, das heißt, du bestellst Bauteile aus dem Ausland und setzt die dann zusammen und verkaufst die dann, wenn dir jetzt quasi ein Bauteil aus China fehlt oder aus Norditalien, um einfach mal zwei Beispiele zu nennen, dann kannst du eben keinen Umsatz mehr machen. Und das ist gewaltig gefährlich für die Unternehmen, weil die meisten Unternehmen haben, sagen wir mal, 6 bis 8% Umsatz. Umsatzgewinn, das entspricht so einer, sagen wir mal, anteiligen Umsatzleistung von irgendwas zwischen 2 und 5 Wochen. Das heißt, wenn ein Unternehmen im Prinzip, sagen wir mal, 3 Wochen keinen Umsatz mehr macht, dann war das der Jahresgewinn und danach geht er in die Verlustzone und danach geht er Richtung Insolvenz, denn in der Regel kannst du deine fixen Kosten nicht so schnell abbauen, wie das du, wie, also im Verhältnis zum Umsatz. Und dann laufen quasi die Kosten weiter und aber du hast keinen Umsatz mehr und dann geht das Ganze natürlich in eine unschöne Richtung. Und jetzt hat sich der Staat, und da als Staat würde ich jetzt mal aufteilen zwischen Bundesländer und auf Bundesebene, verschiedene Programme überlegt, weil auch jedes Bundesland, so wie ich das mitbekommen habe, hat unterschiedliche Hilfsprogramme für Corona. Und jetzt kann ich als Beispiel vielleicht mal Bayern einführen. Der Söder, der war da wirklich fix, muss ich sagen, und hat sogenannte Soforthilfe Corona ins Leben gerufen. Das gibt es jetzt auch auf Bundesebene. Und da konnten quasi Kleinbetriebe bis 5 Erwerbstätige 5.000 Euro abgreifen als verlorenen Zuschuss, also als, ich sage mal, Subvention oder Geschenk. Bis 10 Erwerbstätige 7.500, bis 50 15.000 und bis zu 250 Erwerbstätige 30.000 Euro. Aber sie mussten nachweisen oder müssen nachweisen, und das müssen sie auch Eidesstatt versichern, dass sie vorher nicht schon in der Insolvenz waren und dass sie auch heute nicht in der Insolvenz sind, sondern dass wirklich das Problem Corona letztendlich auf ihr Unternehmen eine so negative Auswirkung hat, dass sie jetzt hilfsbedürftig sind. Und ich sag mal so, ich bin ja auch anteilig beteiligt mit meinen Kollegen an einem Buchungsservice. Und da würde ich mal sagen, haben wir so auch direkt mitgestellt. Da kann ich definitiv sagen, bisher hat noch keiner Geld aufs Konto bekommen. Und angefangen haben wir mit den Anträgen, ich glaube, letzte Woche Freitag. Also wir waren da ziemlich schnell. Und bisher weiß ich nur von einem Friseur, der eine Bestätigung bekommen hat, dass er das Geld wohl bekommt, aber auf dem Konto ist es nicht gut geschrieben. Und Okay. ich kann mir auch selber gar nicht vorstellen, wenn jetzt, ich sage jetzt mal irgendwas, 4 Millionen Unternehmen in Deutschland, davon stellen 2 Millionen so einen Antrag, wer in Teufels Namen diese 2 Millionen Anträge prüfen will und auszahlen will. Also wenn du 10 Minuten bist schnell und du brauchst 10 bis 20 Minuten, so einen Antrag zu administrieren und du liest ihn kaum, dann würde ein Mitarbeiter 3 Anträge die Stunde schaffen oder vielleicht sagen wir mal 4. Und wenn der 8 Stunden am Tag arbeitet, da hat er noch Pause und der Rahmenvertrag und bla, sag mal, er arbeitet 5 Stunden,
dann wird er am Tag vielleicht so 20 Aufträge bearbeiten können und dann teilt das mal durch 2 Millionen Anträge. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, da muss wahrscheinlich ganz Deutschland Anträge bearbeiten. Na, also, weil die Prozesse stehen halt nicht für diese Krise und das ist halt das Hauptproblem. Es gibt zwar ein bisschen Angebote, aber ich wüsste jetzt nicht, wie die systembedingt administriert werden können. Meiner Meinung nach ist die Vorgehensweise fast zu langsam. Ja. Zweite Sache, die es gibt, sind verschiedene KfW-Programme, wobei das primär letztendlich über eine Bürgschaft geht, dass der Staat 80%, glaube ich, ist jetzt die Quote, für KfW-Kredite mitbürgt und durch die Bürgung, das Bürgen quasi die Bank mehr aus dem Risiko nimmt. Aber hier haben wir eigentlich meiner Meinung nach das gleiche Problem wie bei der Corona-Soforthilfe. KfW-Anträge, die KfW selber bearbeitet ja ihre Anträge nicht, sondern du brauchst immer das typische Hausbankprinzip, eine Hausbank, die letztendlich diesen Antrag administriert. Und jetzt hast du ja folgende Situation, dass alle Banken ja im Prinzip auch auf Minimalbetrieb laufen. Und wenn jetzt 1 Million Unternehmen KfW-Antrag stellen und viele brauchen auch bei der Ausfüllung dieses Antrages Hilfe, viele brauchen natürlich jetzt auch aktuelle Zahlen von den Steuerberatern und Buchhaltern. Und jetzt möchte ich gerne mal sehen, wenn die ganzen Steuerberater und Buchhalter, wie die aktuelle Zahlen liefern sollen, da geht es ja schon los, die sind ja selber letztendlich vom Coronavirus befallen. Und die haben ja selber den Minimalbetrieb. Also einmal, wo bringst du die Zahlen her? Denn ohne Zahlen, die Banken haben ja zwar 80% Sicherheit, aber du hast 20% Sicherheit und es gibt ja gesetzliche Vorgaben, alleine von der BaFin und Basel II, um mal Stichworte zu nennen, nachdem die Banken ja verpflichtet sind, ein Rating zu machen. Und ich würde mal sagen, pro Unternehmen brauchen Banker 10 Stunden, um so einen Antrag zu bewerten. Und ja, letztendlich sind jetzt ja auch die, wenn du eine aktuelle BWH hast, von jedem Unternehmen die Zahlen eigentlich Schrott. Und so eine Bank ist ja jetzt nicht wie Deutschland gibt Griechenland Hilfe, ne, sondern die Bank muss ja trotzdem mit 20% gerade stehen. Und da muss man sich wirklich, glaube ich, auch gewaltig überlegen, ob man jetzt einen Gastronomen, der vielleicht 4 Monate zu hat, ob man da immer noch Bock hat, zu 20% in die Verantwortung zu gehen. Und dann musst du noch 10 Stunden das Ding bewerten und dann kriegst du nur 2% Rendite oder 2,5% Zins als Bank. Ob das überhaupt sinnlos, sinnvoll ist. Und meine Feedbacks und Erfahrungen hier auch gerade lokaler Basis ist eigentlich eher, dass das auch eine, sorry, eine Quatschidee ist. Denn erstens ist die Manpower nicht da. Zweitens musst du ja normal bewerten die Anträge. Denn du bleibst ja trotzdem mit 20% am Ende drauf sitzen. Und so ein Reisebüro, was im Prinzip nur Stornos hat, den Kredit zu geben. Ich weiß nicht, ob das so für eine Bank ist ja auch ein privatwirtschaftliches Unternehmen, ob das jetzt so sexy ist, also ob das jetzt der richtige Ansatz ist. Das wage ich stark zu bezweifeln. Ja, weißt du, Dann das gibt ist dann der es richtige Ansatz. Kurzarbeit. Das halte ich für effizient. Kurzarbeit ist quasi so, dass wenn du Mitarbeiter hast, ich glaube, es geht ab 450 € Job, drunter geht es nicht. Auszubildende gehen es meiner Meinung nach auch nicht. Das heißt, wenn du Teilzeit- und Vollzeitmitarbeiter hast und es gilt auch nicht für den Geschäftsführer, der keine Sozialversicherung zahlt, also der typische Teilzeit- oder Vollzeitangestellte, den kannst du im Prinzip nach Hause schicken und sagen, okay, momentan ist ja nichts zu tun. Und dann bekommt er, wenn er keine Kinder hat, 60% von seinem Nettolohn. Und wenn er Kinder hat, glaube ich, 67% von seinem letzten Nettolohn. Und diese Kosten, auch die Sozialversicherung, übernimmt dann komplett das Amt. Und das wirkt schnell und das ist gut. Aber auch hier, das habe ich gelesen, ich glaube, die Bundesagentur hat 77.000 Anträge auf Kurzarbeit. Normalerweise sind, glaube ich, 600 die Woche. Auch hier Krass. kann ich mir gar nicht vorstellen, was für eine Armada du brauchst, um das zu bearbeiten. Und auch hier hast du ja wieder das Problem, dass auch letztendlich die staatlichen Betriebe von der Kurzarbeit betroffen sind, von der, Entschuldigung, vom Coronavirus und betroffen sind und dass die ausgedünnt sind, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Alleine nur, wenn du 1 Million Leuten, du musst die Bankverbindung eingeben. Wahnsinn, wie viel Zeit du brauchst. Deswegen bin ich, denke ich, dass bis die staatliche Hilfe bei den Unternehmen ankommt, sind viele wahrscheinlich schon am Ende. Ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Hausnummer. Gerade ist Ja. aber auch bei der Kurzarbeit, also jetzt ein Audi oder so, die kriegen das durch, haben sie auch schon umgesetzt, habe ich mitbekommen. Aber wie ist es jetzt von so einem Ein-Mann-Betrieb zum Beispiel, so ein eigenständiger Unternehmer, Ja, der kriegt nichts. dem bringt es ja gar Also, nichts, die nee, der Kurzarbeit. kann nicht genau, der kann nur sofort die Soforthilfe, Corona-Soforthilfe beantragen. Und das wären 5.000 Euro. Und so lange reicht das ja auch nicht, wenn er keinen Umsatz macht. Da ist eigentlich wirklich jetzt im Moment angesagt, dass man so schnell wie möglich seine Fixkosten versucht zu beseitigen. Jetzt sofort mit seinem Vermieter sucht. Sofort. Also ich sag mal, solange du noch Geld hast, kannst du sparen. Hast du kein Geld mehr, dann brauchst du auch nicht mehr sparen. Also jetzt sofort alle mit an einen Tisch holt. Man darf sich ja nicht mehr treffen, also kommunikativ, also am Telefon letztendlich die Leute ranholt und versucht mit jedem irgendwie eine Möglichkeit zu finden, wie jeder ein bisschen nachlässt, dass jeder seine Verpflichtungen bedienen kann und irgendwie klarkommt. Jetzt heißt es eigentlich überleben, ne? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt halt Branchen, die sind richtig hart betroffen Ja, also und wenn es gibt andere Reise. Branchen, die merken gar nichts wahrscheinlich, ja. Ja, also die hat eine Hausverwaltung, betreibe ich ja auch. Da schlägt jetzt gar nichts auf, ne? Also das ist ein sehr angenehmes Business. Auf der anderen Seite betreuen wir natürlich auch Messebauer und ja, Reisebüros und Reiseveranstalter und also auch Veranstalter, die Seminare geben und überall, wo es halt Menschenansammlungskonzerte gibt und die sind halt im Moment wirklich hartes, also auf verlorenen Posten unterwegs. Ja, also können die dann nur die Fördermaßnahmen holen, wenn sie insolvent gehen sonst oder wenn Nee, ihnen nee, nee. Bevor signifikante sie. Umsätze weggehen? Also letztendlich müssen die, du musst da halt immer folgende Situation betrachten. Wenn du privat gut ausgestattet bist, dann bist du, so habe ich jedenfalls die Soforthilfe verstanden, dann musst du deine privaten Mittel einsetzen. Erst dann, wenn du keine privaten Mittel mehr hast und bist nicht in der Lage, aus eigener Kraft jetzt dein Unternehmen zu stabilisieren, dann bist du antragsberechtigt. Ja, Und das dann mal ist. herzlichen Glückwunsch, oder? Weil die Leute, die jetzt langfristig gedacht haben, sich gut aufgestellt haben, Rücklagen gebildet haben und mitgedacht haben, die kriegen nichts. Und die anderen, die alles rausgeklatscht haben und keine Rücklagen gebildet haben und sowas, die Kannst du kriegen es noch auch sagen? Hilfe. Absolut. Und dann mal herzlichen Ja, Glückwunsch. das ist ja, ich sag mal so, das ist ja überspitzt gesagt. Gut, es gibt natürlich auch immer einen großen Anteil, die haben einfach echt Pech gehabt, die haben gerade ihr Unternehmen gestartet, da ist generell irgendwas gerade blöd gelaufen oder so. Und wenn die dann getroffen werden, dann finde ich, haben die Hilfe verdient. Aber das ist halt wie beim Hartz IV. Ich finde, da musst du halt die Armen von den Faulen, vor den Faulen beschützen. Und von den Faulen und Doofen, ich erweitere es nochmal. Und genauso ist das halt im Unternehmertum, da hast du halt eigentlich die Armen auch, das sind nicht die armen Schweine, die brauchen wirklich Hilfe, die jetzt nichts dafür können und denen gehört geholfen. Aber es gibt natürlich auch jetzt hier wieder welche, die natürlich auf diesen Zug aufspringen, ne? Oder die einfach Scheiße vorher gewirtschaftet haben. Und da gehört es eigentlich so auch so dazu, dass die vielleicht nochmal eine Marktbereinigung stattfindet und dass die vom Markt verschwinden. Genauso wie die Faulen eigentlich eine Bank verdient haben, ne? Wenn man das vergleichen will. Und ja, aber so ist das halt in Deutschland speziell, dass die Leistungsträger im Prinzip halt, die keine Leistung erbringen, halt tragen müssen. Und du kannst ja auch die Frage stellen, überleg mal, was jetzt für Geld rausgehauen wird, wer das am Ende bezahlt. Ne? Also da sind ja auch wieder die Leistungsträger. Ne? Also das entweder über eine Währungsreform oder letztendlich über eine Erhöhung der Steuern oder wenn der Staatsapparat nicht an sich selber Hand anlegen will, dann gibt es ja nur die zwei Möglichkeiten. Ja, dann hatten wir noch darüber gesprochen, das im Vorgespräch, so eine Steuerrückerstattung. Also wenn du jetzt irgendwie, Ja, das gibt es wenn auch, das finde ich geil, dass letztendlich, dass du eine Umsatzsteuer zahlst zum Beispiel, wenn du jetzt 5.000 Euro Umsatzsteuer zahlen müsstest ans Finanzamt, dann könntest du die erstmal aussetzen. Ja. Dann hast du Vorauszahlungen gemacht, die kalkuliert sind auf den Gewinn deines letzten
letzten Jahres, dann kannst du die dieses Jahr auch zurückholen. Dann gibt es ja die sogenannte Dauerfristverlängerung bei der Umsatzsteuer. Da zahlst du ja auch, glaube ich, ein Elftel im Voraus, damit du deine Umsatzsteuererklärung einen Monat später beim Finanzamt abgeben willst, darfst. Was ja eigentlich auch eine Frechheit ist, aber egal, generell, ne? Aber auch dieses eine Elftel kannst du zurückholen. Das heißt, als Unternehmer kannst du jetzt drei Zettel schreiben. Zettel Nummer eins, ich hätte gerne meine Umsatzsteuer zurück. Zettel Nummer zwei, ich hätte gerne meine Gewinnverträge, also meine Vorauszahlung für dieses Jahr zurück, weil es wird keinen Gewinn geben. Und Zettel Nummer drei, meine Umsatzsteuer, die ich auch gerne behalten. Ne? Ui, Also ja. diese drei Zettel machen gerade für jeden Unternehmer enorm viel Sinn. Und du musst keine Zinsen zahlen. Es ist ja so, am Markt gibt es keine Zinsen, aber das Finanzamt nimmt ja unverschämte Zinsen von 5,5%, wenn du quasi deine Steuerschuld nicht pünktlich begleichst. Und diese 5,5% kann man oder werden im Moment auch ausgesetzt. Jetzt habe ich noch eine Idee für einen Zettel Nummer 4, und zwar jetzt angenommen, mal angenommen, ein Unternehmer macht im Jahr 1 100.000 Euro Verlust, ja, im Jahr 2 100.000 Euro Gewinn in der GmbH. Dann muss er ja erst im Jahr 3, wenn er dann wieder Gewinn macht, Steuern zahlen, weil er einen Verlustvortrag hat. Ganz Jetzt, genau. und wie ist es, wenn es andersrum läuft? Ist mal angenommen, ein Unternehmen macht jahrelang 100.000 Euro im Jahr Gewinn. Ja. Jetzt in diesem Jahr macht es 100.000 Euro Verlust. Dann wird der Ja, ist Verlustvortrag erst normal. im nächsten Jahr geltend gemacht. Kann man aber vielleicht das so gestalten, dass man die Steuern, welche man, also so einen Verlustrücktrag sozusagen irgendwie einbaut, dass man das, was man jetzt Verlust hat, und Verstehe, mit den verstehe, dass Steuern du aus dem heute letzten Jahr das. verrechnen kann? Also, wie weit das möglich ist, das weiß ich nicht. Weil normalerweise, um Verlustrücktrag zu machen, musst du ja auch den Verlust beweisen. Ne? Und du hast im Moment zum Beispiel keine Beweispflicht, was deinen zu erwartenden Gewinn für dieses Jahr betrifft. Normalerweise gibst du ja dann wenn shit läuft, gibst du im Mai ja letztendlich schreibst im Finanzamt und sagst, hey, bis Mai habe ich kein Ergebnis oder Negativergebnis und entsprechend möchte ich gerne meine Vorauszahlungen zurück. Damit hast du jetzt keine Probleme. Aber du kannst natürlich jetzt noch nicht voraussehen, wie der Gewinn bis zum Jahresende ist. Und deswegen, ich wüsste es jetzt noch nicht, dass es geht und habe es auch noch nicht gehört, glaube ich nicht, dass du den Gewinn des letzten Jahres zurückholen kannst. Und wie weit da die Finanzämter mitmachen, weiß ich auch nicht, denn das würde ja zu einer gewaltigen Instabilität führen. Ne? Weil jetzt wissen die klar, jetzt kommt nichts mehr rein, aber wenn die zusätzlich noch wüssten, okay, wir müssen alles, was wir schon eingesackt haben, wieder rausrücken, dann weiß ich nicht, wie weit es geht. Und wobei, du hast ja natürlich noch den zweiten Sachverhalt, dass ganz viele ihre Steuererklärung für 2019 ja noch nicht abgegeben haben. Ne, im Moment würde ich sie nicht abgeben. Weil also wenn du letztendlich ja nicht bezahlen musst, die 5,5%, dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, jetzt oder kannst du ja abgeben und zahlst dann die Steuerlast nicht. Das kommt ja aufs Gleiche raus. Ja. Ne, also denke, so würde ich dann wahrscheinlich clever operieren. Einfach warten noch ein bisschen dann. Ja, klar. Ne, das macht ja Sinn. Und sagen, hey, ist so schlecht dieses Jahr und dann musst du halt mit dem Finanzamt mal telefonieren, welche Möglichkeiten du da hast. Naja, das sind auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, die es hier gibt. Die Ja. Frage ist jetzt halt, was die Regierung Aber umsetzt. was halt schade ist, du kannst im Prinzip mit deinen eigenen Ressourcen operieren, aber bis jetzt mal Geld von der Regierung ankommt, was wirklich hilft, dann glaube ich, das wird wahrscheinlich so lange sein, dass den ersten und zweiten schon getroffen hat. Ne? Also da denke ich, musst du selber jetzt sofort, umso schneller du agierst, umso besser mit deinem Vermieter und alles, was du also alle an Fixkostenproduzenten, die musst du jetzt kontaktieren und versuchen, mit denen Deal zu machen. Ja, und die können ja auch wiederum mit den Banken Deals machen, habe ich gehört, also. Ganz, ja, genau. Du kannst natürlich auch Banken jetzt 6 Monate Tilgungsaussetzer beantragen und da gibt es viele Möglichkeiten. Aber da wollten wir Ja. jetzt im zweiten Schritt ja drüber reden, dass wir das ein bisschen logisch trennen. Als Unternehmer, wie schon gesagt, würde ich jetzt momentan wenig konsumieren. Ich würde alles auf Kurzarbeit stellen. Ja, so Teilzeitkräfte, gut, wenn die nicht arbeiten, kriegen die auch keinen Lohn sozusagen. Ne, die bekommen ja nur Lohn in der Regel pro Stunde und wenn die keine Stundenleistung erbringen, dann kriegen die halt auch kein Geld. Das heißt, du kannst deine 450-Euro-Jobs letztendlich, kannst du erstmal auf Null stellen. Aus Unternehmerperspektive natürlich scheiße für die Leute. Dann das Zweite, was du halt machen kannst, ist Kurzarbeit für deine Mitarbeiter letztendlich einsetzen. Dann kannst du deinen eigenen Lohn als Unternehmer, wenn du zu Hause gut gehaushaltet hast, vielleicht auch erstmal runterstellen, dann zahlst du ja keine Steuern. Und dann hat dein Unternehmen, ne, für deinen Lohn musst du ja sonst auch sofort Steuern zahlen.
Und da ist es vielleicht auch cleverer, wenn du deinen Lohn jetzt erstmal reduzierst, wenn du dann mit deinem Vermieter redest, wenn du was angemietet hast, wenn du fixe Lieferverträge irgendwie hast, dann musst du dir wahrscheinlich auch keine Sorgen machen, weil die Lieferung kommt sowieso nicht an. Da kannst du auch nochmal auf die Bremse treten. Also im Prinzip, denke ich, hast du momentan einen ziemlich guten Lauf, alle deine Fixkosten, auch wenn du da entsprechend harsch bist, relativ gut auf Null zu schieben. Ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich Das meine, musst du auch sofort machen, nicht ja. rumeiern. Mal gucken, wie es jetzt läuft und ob es nächsten Monat besser ist. Das halte ich für eine schlechte Strategie. Sondern hier gilt sofort auf die, wirklich den Anker werfen. Und zwar richtig radikal. Ja, das gilt in erster Linie für die Unternehmer. Und Ja. das ist in kurzfristigem Ausmaß. Wie ist Ja. das denn das langfristig? Also jetzt mal auf Staatenebene wird es natürlich einige Staaten geben, die jetzt, also Deutschland zum Beispiel, schmeißt jetzt mal ein paar Milliarden in den Markt und fängt einige auf, aber natürlich nicht alle. Italien Am Ende schmeißen. wird es wie immer laufen, ne? Es würden nur die Großen gerettet, weil es ist ja auch leicht. Du kaufst einfach als Staat jetzt Aktien. Die Angst, die ich dafür habe, ist natürlich, dass wir jetzt eine noch nie dagewesene Verstaatlichung sehen. Und das ist ja im Prinzip Kommunismus, ne? Und wir wissen ja, wie gut der Staat wirtschaftet. Da musst du dir nur mal das Schwarzbuch der Steuerverschwendung anschauen oder den Berliner Flughafen oder egal was. Es ist ja Stuttgart egal was. 21. Oh Gottes Willen. Also ist egal, was du dir anguckst, der Staat ist einfach ein schlechter Unternehmer und deswegen sollte der Staat auch nicht unternehmerisch tätig werden, sondern sollte sich um die Sachen kümmern, die der Basisversorgung dienen. Meiner Meinung nach Wasser und Strom und solche Sachen gehören in staatlicher Hand. Das muss immer gewährleistet sein. Eigentlich meiner Meinung nach auch, dass wir Internet haben, weil dann kann der sofort agieren und aggressiv Veränderungen bewirken. Aber alles andere, da hat sich der Staat meiner Meinung nach nie einzumischen. Und ich wüsste auch nicht, dass in den letzten 5000 Jahren Wirtschaftsgeschichte es mal irgendwo einen Fall gab, wo der Staat brillant ökonomisch gehandelt hat. Dann bräuchten wir halt nicht Ne? mehr Also, sondern irgendwie eigentlich so, ist der Staat ökonomisch. dann bräuchten wir nicht mehr so Parteioberhäupter, sondern dann bräuchte der Staat einen CEO. Ja, also ich meine, ich fand es mal geil, hier in Nürnberg hat der ehemalige Bürgermeister gesagt, der Staat als Unternehmer, das war mein Vortrag, die Stadt als Unternehmer, das fand ich einen total geilen Ansatz. Und im Prinzip müsste auch mal weitergedacht der Staat als Unternehmer sich aufstellen. Und letztendlich ist unser Staatapparat so träge, kostenintensiv. Allein, dass wir über 600 Abgeordnete haben, fast mehr doppelt so viel wie Amerika, sind aber wesentlich kleiner, macht das Ding ja schon lahm. Also wir haben hier so viel Einsparpotenzial. Ich würde sogar behaupten, wenn wir den Staat mal auf das Wesentliche runterschneiden, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich die 160 Milliarden übrig. Na, allein bei der Bundeswehr, ja, man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass die Bundeswehr 40 Milliarden kassiert. Aber wir keine also flexible und funktionsfähige Eingriffstruppe haben. Also das fällt einem schon schwer, das zu glauben, dass da nicht irgendwie Löcher sind, die gestopft werden. Da will man gar nicht wissen, was da gestopft wird. Aber das kann man sich mit dem normalen Menschenverstand ja schon gar nicht mehr erklären. Und ich denke, da gibt es Riesenpotenziale, wo man einsparen könnte und für mehr Effizienz sorgen könnte. Ja, und wie geht es dann langfristig weiter? Also jetzt gerade auf Deutschland-Ebene gibt es Probleme, aber jetzt auch international, auf EU-Ebene können Ja, im natürlich manche Prinzip ist, Länder gar nicht mehr das abfangen, was gerade passiert. ja, im Prinzip weiß ja keiner, wie lange, also ne, das weiß nur das Virus, wie lange das Ganze jetzt dauert. Man kann natürlich die täglichen Meldungen beobachten, wie das Coronavirus sich ausbreitet und kann letztendlich an der Entwicklung sehen, schon positive Mitteilungen aus Hongkong und China, dass die Kurven da abflachen. Oder da gibt es andere, die sagen, ja, was die Staatsmedien da kommunizieren, das ist wahrscheinlich nicht immer richtig. Gut, das ist ja klar, ne? Staatsmedien generell, es ist wie DDR-Fernsehen, der schwarze Kanal. Da weißt du immer nicht, ob das richtig ist oder nicht. Aber die scheinen schon, wenn man so hört, auch aus Freundes- und Bekanntenkreisen, da scheint sich ein bisschen was wieder zu normalisieren. Weil die sind natürlich auch schon weiter in dieser Entwicklung und dann kann man eigentlich von ausgehen, ja, durch Beobachtung, dass es irgendwann wieder das normale Leben letztendlich stattfindet. Und umso schneller wir natürlich wieder zum normalen Leben kommen, umso niedriger wird das Minus sein, was wir jetzt auf dem Radar haben. Und so länger wie es dauert, um
so größer wird die Last dann wahrscheinlich werden, die finanziert werden muss. Wobei im Moment, der Staat zahlt ja keine Zinsen. Also ne, das, stell dir vor, du zahlst keine Zinsen und machst keine Tilgung. Also was interessiert dich eigentlich die Verschuldung? Ne, wenn Geld nichts kostet, ja, klar. Dann hast du halt andere Risiken. Ne? Die sind natürlich viel größer. Das, klar, dass keiner mehr ans Geld glaubt und damit natürlich dann das System unterlaufen wird. Und das merkst du ja auch ganz krass. Im Moment kaufen alle wie verrückt Gold und Silber, Edelmetalle, langfristige Vermögenswerte, weil klar, wenn der Staat Geld druckt, das ist ja die Übersetzung davon, dann wird das, was du auf dem Konto hast, weniger wert. Das ist wie wenn du dann mal so im Sandkasten sitzt und in der Ecke hast du vielleicht 4 Spaten voller Sand, dann sind die wertvoll und du, weil du weißt, du hast nur dieses Material, um damit Schlösser und Burgen zu bauen. Wenn jetzt auf einmal ein Laster kommt und kippt dann 10 Tonnen dazu, dann weißt du, okay, das, was du vorher an Sand hattest, ist im Prinzip, hat jetzt nicht mehr die Bedeutung. Ne? Und dann, und das ist halt die Gefahr letztendlich. Und die einzige Möglichkeit, am Ende dann da wieder rauszukommen, ist eine Währungsreform. Also, und das werden wir auf jeden Fall bekommen, meiner Meinung nach. Jetzt druckt man einfach Geld, um mal das Problem zu beseitigen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich mal alternativlos. Ich hasse dieses Wort. Ne? Und dann wird es eine Währungsreform geben und dann werden die Schulden weggeschnitten. Und dann werden alle die, die Fiat-Währung haben, also die noch an dieses Geld, ist es ja nicht, an die Währung glauben und die gespart haben, also wie halt Weimarer Republik, das wird sich meiner Meinung nach hier wiederholen. Okay, also dann werden die Leute, die Geld auf dem Konto haben, werden enteignet. Enteignet und mit einem bestimmten Wechselkurs, der irgendwie festgelegt wird, ein neues Geld bekommen oder kriegt jeder gleich ganz viel? Genau, also jeder, das wird einen Faktor geben, da wird umgetauscht. Ne, also und umso mehr man vorher druckt, umso schlechter wird der Faktor sein. Und es kann natürlich auch sein, dass die also das Vermögen wird 1:1 umgetauscht, aber wahrscheinlich die Schulden vielleicht mit einem Faktor, also dass man dann halt bestimmte Immobilienbesitzer vielleicht schlechter stellt, das kann gut möglich sein, ne? Also dass da der Faktor größer ist, das sehe ich als Möglichkeit, weil irgendwie muss der Staat den Party ja finanzieren und das kann ja nur von denen nehmen, die noch was haben, weil der Staat ist ja im Prinzip sind wir, also kann er von denen nehmen, die was haben, ja, und von denen, die in Zukunft was leisten. Anders geht es ja nicht. Also da steckt natürlich eine Menge Sprengstoff drin, weil man vertreibt natürlich auch damit logischerweise die Leistungsträger. Und deswegen werden vielleicht dann die Außensteuergesetze noch heftiger gemacht, dass man versucht dann diese Leute per Zwang im Land zu halten. Und gibt jetzt ja auch schon, hat man ja letztens irgendwie von einem Kasseler Treffen der Linken gesehen, nee, wir wollen die Reichen nicht erschießen, sondern die sind ja nicht, denn wir wollen ja auch heizen. Habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, dass man die Ausbeutung der Leistungsträger und die werden dann halt noch mehr herangezogen. Ne? In China ganz ist ja klar. Auch fast unmöglich, Geld aus dem Land zu schaffen, wenn du da wohnst. Absolut. Da kommst du kaum noch weg. Also deswegen im Moment ist sicherlich, du kannst ja auch momentan überhaupt kein Gold mehr kaufen. Also bei Nürnberg hier in der Innenstadt hatten wir mal so ein Goldladen, da konntest du rein und Tafelgeschäft früher bis 10.000, das haben die jetzt ja schon auf 2.000 reduziert, aber die haben zu alle, ne? Da kriegst du nichts mehr, weil das gab einen Run, das ist ausverkauft. Im Moment kannst du gar nicht nur noch digital Gold kaufen. Okay, ne? Also, dass du quasi in Ländern wie Singapur, Kanada, was weiß ich wo, da gibt es ja große Goldlagerstätten, dass du da ein Depot aufmachst und da halt dann digital Gold kaufst, was vor Ort dann dort in diesen Ländern halt in den Tresoren gelagert wird. Aber da hast du natürlich auch immer das Risiko, wenn du einem Dritten vertraust, dass der sich mit deinem Gold aus dem Staub macht. Da ja, gab es ja in letzter Zeit auch schon so ein paar Fälle. Das Gleiche wie ja, bei den also ETFs. Das Risiko generell, da vertraust auch irgendjemand. Ja, bei allem. Das Risiko steigt in Summe. Das ist im Moment eigentlich so, als hätte man bei den Vermögenswerten eigentlich einen großen Ball und es wird einfach 20% des Volumens, wird dieser Ball eingeschrumpft. Das heißt, im Prinzip verlieren alle so ein bisschen. Ne? Man kann gar nicht von Gewinnern sprechen. Gewinnern sind eigentlich die, die weniger verlieren als die anderen. Ich will es mal so formulieren. Ne? Ja. Weil wenn es dann wieder nach oben geht, dann bist du halt am schnellsten in der Lage, wieder hochzukommen. Aber auch letztens ein Video gehört vom Zittelmann oder wie eigentlich die ganzen guten
Leute heißen, die sich mit Geld auskennen. Ja. Hat auch erzählt, dass er in seinem Depot, glaube ich, 1 Million verloren hat. Und ich Ja. bin auch sicher, dass mein Immobilienbestand jetzt wahrscheinlich auch, ich verkaufe natürlich nichts, deswegen merke ich es nicht, aber wahrscheinlich schon um 30% verloren hat. Okay. Ne, von der Wert. Also die Bank wird wahrscheinlich schon alle Beleihungswerte um 30% reduziert haben. Im Moment kannst du auch teilweise nichts verkaufen. Mit meinen beiden Praktis zusammen, wir hatten ja auch in einem Fix- und Flip-Projekt und hatten jetzt von 30.03. einen Notartermin und der wurde jetzt auch abgesagt, weil der Eigentümer, also der neue Käufer eigentlich Angst hat und weiß jetzt nicht, was kommt. Ja. Und das heißt, im Moment ist es schwer, was zu verkaufen und auch der ganze Markt lärmt ja zurzeit aus, ne? Und da bewegt sich immer weniger. Was denkst du, wer besser dasteht? Also jemand, der Bargeld hat, also oder 100.000 Euro Bargeld auf dem Konto, 100.000 Euro Schulden bei irgendjemand oder eine Immobilie im Wert von 100.000 Euro oder Gold im Wert von 100.000 Euro. Ja, also Wie ich denke, stehen dann die Sachen im Verhältnis nach einer Währungsreform da? Also ich. ja, also ich möchte mal ein Beispiel von früher bringen. Ja. Die Reichen früher hatten Land, Ja. Wald, Gold und Gemälde. Und wenn der Krieg kam, haben die Gemälde aus den Rahmen raus und das Gold auf die Esel geladen und haben das Land verlassen, bis der Krieg zu Ende war und dann kamen die wieder. Und dann war das Land noch da. Der Wald war noch da, gut, ein paar Immobilien waren kaputt, aber wenigstens war der Grund noch da. Und Ja. ihr Gold und ihre Gemälde hatten die auch noch. Und haben also gar nicht so viel verloren. Und heute gewinnt derjenige, der über Ländergrenzen flexibel ist, der halt sich auch, der vielleicht auch im Ausland mal investiert hat und nicht nur sich letztendlich auf einen Punkt dieser Welt fokussiert hat, und das ist Deutschland. Also ich glaube, der breit aufgestellt ist und der diversifiziert hat, der vor allem ein bisschen hat. Das ist Ja. der Gewinner dieses Spiels. Ne? Weil dass alle Assetklassen, also dass du überall verlierst, kann ja nicht sein. Also ganz sicherlich verlierst du, wenn du nur Euro auf dem Bargeld, auf dem Konto hast. Dann gehörst du meiner Meinung nach definitiv zu den Verlierern. Wenn du die Euros zu Hause im Schrank hast, dann ist schon mal besser als der, der es auf einer Bank hat, meiner Meinung nach. Dann, wenn du das in Gold und ja, Silber, weiß ich nicht, wenn du das auf jeden Fall in Edelmetallen hast, sage ich jetzt mal so, bist du auf jeden Fall auch schon wieder ein bisschen besser dran, weil dann kann ja durch das Drucken des Geldes kannst du nicht so viel verlieren. Immobilien sind halt immobil, ne? Also das heißt, jemand, der ein Aktienportfolio hat, kann das Aktienportfolio ja auch, wenn er ein internationales Depot hat, ist sicherlich flexibler im Moment als der, der eine Immobilie hat. Auf der anderen Seite, wenn du ein Cashflow-Investor bist und hast die Immobilie günstig eingekauft, hast da vielleicht noch einen Kredit drauf und bekommst monatlich eine Miete, die so erträglich ist, dass du damit deinen Kredit bedienen kannst und hast jeden Monat Cashflow, dann sehe ich das Risiko jetzt auch nicht ganz so groß, ne? Weil der Staat kann ja nicht so viel Kredit jetzt dazu packen, dass du negativen Cashflow hast, dann bist du ja insolvent. Der muss das Schweinerl ja letztendlich leben lassen, damit er es dann schlachten kann, ne? Also, Ja. und solange du positiven Cashflow hast, sehe ich das Risiko auch klein. Und wenn die Inflation steigt, bist du ja auch Gewinner irgendwo. Ja, okay. Also muss man da Inflation einfach heißt auch ja, dass schauen, deine positiv Immobilie manchmal. hat einen höheren Preis, hat einen höheren Preis, deine Kredite haben weniger Wert und die Miete, dadurch, dass du ja die Mieten steigern kannst, erhöhen kannst, letztendlich kannst du ja auch gegen die Inflation vorgehen und die Kaufkraft versuchen, durch Steigerung der Miete dann zu erhalten. Ne? Also ich glaube, als solider Cashflow-Investor, der mit 20, 30% EK in einer Stadt, die jetzt nicht der Automobilindustrie so unterliegt, hast du, glaube ich, das kleinstmöglichste Risiko am Markt zurzeit. Okay, das wäre ein super Übergang zu den restlichen Ja. Immobilienfragen, die ich noch so habe. Ja, Immobilien, wenn du Airbnb machst, bist du gerade tot. Ja. Aber man muss auch ehrlich sagen, du hast vorher überdurchschnittliche Renditen gemacht. Warum? Weil du halt auch ein größeres Risiko hast. Und ja, wenn du Gewerbeimmobilien vermietest, dann gehörst du ganz sicherlich auch nicht zu den Gewinnern. Ne, wenn du Bürobetriebe hast, also Büroimmobilien, dann wenn deine, wie ich es gerade vorgeschlagen habe, deine Mieter anrufen und versuchen, mit dir einen Deal zu machen. Oder Ja. im schlimmsten Fall gehen sie insolvent und du kriegst keine Miete mehr und musst dann die scheiß Insolvenzabwicklung machen mit dem Insolvenzverwalter. Das dauert ja auch monatelang und die Frage, was kriegst du da? Ja, also das ist eigentlich im gewerblichen Bereich, auch durch die doch jetzt durch das Homeoffice, denke ich, wird sich viel verändern, weil die Leute, das haben wir jetzt zum Beispiel auch, du richtest jetzt jedem auf einmal ein VPN ein, du veränderst ja auch die Denke der Leute und vielleicht finden auch viele hinterher Homeoffice super. Und auch Ja. viele Betriebe erkennen, dass Homeoffice gar nicht so schlecht ist, weil du sparst ja auch einen Arbeitsplatz.
in der Firma. Büromieten, ne, der, ja, alles. Du sparst Klopapier, ne, also weil die. Ja, da kann man eine Menge sparen zur Zeit. Ja, hey, weil die nicht mehr, genau, weil die nicht mehr weil die in der Firma aufs Töpfchen gehen. Du sparst Telefonkosten, weil die von zu Hause aus telefonieren. Du lagerst ja einen riesigen Bestand an fixen Kosten und auch Risiko aus. Vielleicht können die auch ihre eigenen Laptops benutzen. Na klar, die eigenen Rechner benutzen zu Hause, okay, Datenschutz muss man halt gucken, aber im Prinzip, ne, du lagerst ja alles auch aus, du arbeitest ja ganz viele Begleitkosten aus und dann erkennt der Arbeitgeber, oh wow, ich spare mir eigentlich einen Arbeitsplatz, eigentlich ist viel cooler und bei der nächsten Krise habe ich keine Fixkosten mehr, sondern den Homearbeiter setze ich auf Kurzarbeit, also ich kann wirklich ausschalten. Ja, aber so wie die ticken dann die Unternehmer, dann fahren sie ihre privaten Ausgaben hoch, kann wenn dann sein, die ne? Margen Also, steigen, ja, die nicht meisten. jeder, aber jedenfalls kannst du dich dann sicherer aufstellen. Ich kann mir vorstellen, dass nach dieser Krise gar nicht mehr so viel Bürobedarf ist. Und Ja. dann, wenn du natürlich viel Büroflächen hast oder am schlimmsten, du bist gerade Bauträger und bist gerade in ganz vielen Bauprojekten drin und du hast jetzt ja nicht mehr die positive Erwartung, dass man hinterher dir auch deine Büroflächen oder auch wenn du vielleicht teuer Grund gekauft hast, um zu bauen, dass man dir die Wohnungen dann abkauft, weil jetzt hat jeder Angst und kauft nichts mehr, dann denke ich, bist du auf jeden Fall extrem insolvenzgefährdet. Und man muss natürlich auch sagen, vielleicht als krassesten Effekt, wir haben in Deutschland ja nur Schönwetterkapitäne am Start, weil wir hatten jetzt so lange keine Krise mehr. Ja. Und die letzte Krise wurde ja auch weginflationiert durchs Gelddrucken. Wir haben überhaupt, und deswegen haben wir ja auch jahrzehntelang jetzt gar keine Leute mehr, die erfahren sind, wie man echte Probleme löst. Die Ne, braucht man jetzt. sogar Insolvenzverwalter sind insolvenz gegangen, weil letztendlich, ja, kein Witz, hatten keine Arbeit mehr, weil die ja letztendlich, ne, weil der Staat durch das billige Geld letztendlich ja jeden, dadurch, dass das Unternehmen halt keine Zinsen mehr bezahlen musste, waren die auch nicht mehr so unter Druck. Also sind ja die Insolvenzverwalter sogar insolvenz gegangen. Das ist natürlich krass, ja. Ja, das ist auf Ja. jeden Fall jetzt eine geile Branche, Insolvenzverwalter, wobei auch eine Scheißbranche, weil was wollen die denn machen, wenn ein automotiver Zuliefererbetrieb insolvenz geht, und die braucht einfach keiner mehr. Ja, krass, ey. Ne, also du brauchst. Ja. Verrückt. Verrückt, ja. Wie ist es bei Und einer natürlich hast du dann auch Währungsreform? das. Was denkst du dann? Wer wird welche Währung annehmen? Wird Deutschland die Mark zurückbekommen? Wird Deutschland sich mit Österreich Also, zusammenschließen? wenn die Regierung schlau ist und sie noch mehr Kontrolle an sich reißen will, kommt jetzt dann, also wenn man einigermaßen schlau ist, wird es einen digitalen Euro geben, aber es wird auch einen digitalen Schilling geben, eine digitale Mark. Das heißt, jedes Land in der EU wird seine eigene lokale Währung kriegen, weil man hat ja gelernt, dass der Euro nicht funktioniert. Ah, der digitale Euro bleibt dann, oder wie? Es gibt eine zentrale Währung, das ist Ja. der digitale Euro, so wie früher gab es ja mal den EQ, das war ja auch so eine Verrechnungswährung, Ja. aber jedes Land wird auch noch seine eigene Währung bekommen. Und können auch die Länder dann durch Ab- und Aufwertung ihrer Währung letztendlich wieder Preisgestaltung machen. Das hat dann genommen. Heute ist es ja so, ne, als wenn du drei Läden hast. Das eine Laden heißt Deutschland, der zweite Laden heißt Griechenland und der dritte Laden heißt, keine Ahnung was, Estland. Ja. Dann, und die bieten jetzt alle das gleiche Produkt im Prinzip an, haben die ja nicht mehr die Möglichkeit, durch Auf- und Abwertung ein Stimuli zum Verkauf ihrer Produkte zu werden. Jetzt hast du den ersten Laden, da arbeitet jemand drin, der ist nicht glücklich, aber steht morgens um 6 auf und opfert sich auf, macht keine Mittagspause und zieht durch. Im zweiten hast du halt einen, der hat eine lockere Kultur, der macht halt um 10 auf, nachdem er von der Family zu mit denen zusammen gefrühstückt hat. Dann macht er um 12 erstmal wieder zu, macht um 16 Uhr wieder auf und dann um 10 macht er wieder zu, weil dann muss er sich ja wieder schlafen. Und dann hast du einen dritten Laden, der ist nochmal anders so. Und wenn heute halt durch den Euro die Läden nicht mehr unterschiedliche Preise anbieten können, sondern alle die gleichen, dann wird natürlich der High-Performer-Laden extrem bevorzugt. Und der Laden, der halt eine humanitäreren Geschäftskonzepte letztendlich ansetzt, aber früher die Möglichkeit hatte, einfach günstiger seine Produkte anzubieten und so marktfähig zu sein, der hat ja heute nicht mehr die Möglichkeit, seine Produkte günstiger anzubieten. Und Ja. das könnte man dadurch wieder lösen. Ja, und deswegen, das finde ich zum Beispiel eine schöne Vision, aber die nächste Krise danach möchte ich nicht erleben, wenn es kein Bargeld mehr gibt und wir haben alle noch eine digitale Währung, dann kann keiner mehr abhauen.
Ja, wenn es halt das Bargeld echt weggeht, das ist ja auch leicht, das jetzt zu verbieten und die Leute werden es auch glauben, wenn du einfach sagst, hey, Geht ja Bargeld jetzt ab schon sofort los. Ja, verboten wegen dem Virus, weißt du, das sagen es ja kann jetzt dich, schon so. steck Jetzt, dich, sonst steckst du dich noch an, wenn ich bar zahle. klar, die sagen ja jetzt schon, der 20-Euro-Schein ist ein verpestetes, virenverseuchtes Etwas und Gottes Willen, es gibt ja Läden, die nehmen jetzt gar kein Bargeld mehr an. Also ich muss sagen, die meide ich auch. Also Purse mir wurscht. Einfach aus Angst letztendlich von der Währung und damit nach hundertprozentigen staatlichen Überwachung. Das ist eigentlich eines meiner gruseligsten Gedanken. Ja, Und und leider ist es immer so, man braucht nicht davon ausgehen, dass der Staat das Beste für uns macht, sondern man muss eigentlich immer vom Gruseligsten ausgehen. Und ich finde es auch einen falschen Ansatz. Die Leute, die haben immer Angst vor Terroristen, vor einzelnen kriminellen Machenschaften. Aber die gruseligste Instanz ist eigentlich immer schon der Staat gewesen. Ne? Adolf Hitler ist ja nicht eine einzelne Person gewesen. Das war der Staat, der hier am Ruder war. Und deswegen sollte man eigentlich auch immer Vorsicht vom Staat walten lassen. Ich glaube zum Beispiel, dass die Amerikaner nicht bewaffnet sind, um sich gegen irgendwelche Feinde zu schützen, sondern ich glaube, die sind bewaffnet auch, um sich gegen den Staat und die Willkür des Staates zu schützen. Ja, weil was schützt uns davor, dass wir als Bundeskanzler jetzt, jetzt wollte ich schon was sagen, eine komplette Sozialistin bekommen, die letztendlich das gesamte Land umbaut. Wie können wir uns dafür schützen? Oder halt eine Nationalsozialisten. Ist ja alles, also ob nun sozialistisch oder nationalsozialistisch, ist alles schlecht. Ne? Also Instanzen, die unsere Freiheiten massiv einschränken, weil ohne Freiheit meiner Meinung nach keine Zufriedenheit. Ja, aber was ist denn jetzt, wenn man Bargeld zu Hause hat und es wird verboten und nur noch digitale Währungen sind zulässig? Das kann ja ein Fortschritt sein vor einer Währungsreform. Aber dann wird es Und ja wie beim D-Mark wahrscheinlich irgendeine Übergangsphase geben. Ne? Man dann gibt ja auch kannst du für ältere. einzahlen und was ist, wenn es Gibt so ja auch, viel ist und du rechtfertigen genau, musst und die sagen, ja, das ja. kann nicht sein. Ja, gut, Schwarzgeld zu rechtfertigen geht und ging noch nie, ne? Aber wenn du letztendlich immer, wenn du dein ganzes Geld abgehoben hast, da hast du dein Konto auszogen. Da steht ja drauf, dass du 5.742 Euro abgehoben hast. Das heißt, wenn du es wieder einzahlst, hast du ja einen Beleg, wo das Geld herkommt. Das Ja, heißt, da klar. hast du keinen Stress. Aus krimineller Sicht wäre es auf jeden Fall nicht so schlecht, ne? Naja, also ich sag mal so, die Kriminellen und die wirklich kreativen schneller als der Staat. Die sind schneller als der Ne, Staat. also das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Die finden immer einen Weg. Ja, Und wenn klar. man halt damit und wenn man mit Diamanten bezahlt. Ja. Ne, Und und ich glaube nicht, dass die sich davor ab, also dass ein Krimineller jetzt nicht mehr irgendwo einbricht oder nicht mehr einen betrügt, weil es jetzt dann kein Bargeld mehr gibt, der nimmt ja halt was anderes weg. in Ne, New York irgendwas. haben sie ja Fendi, Louis Vuitton und die ganzen, wie sie alle heißen, haben die Läden vernagelt. Die Bretter sind schon dran. Ja, glaube ich. Ist ja auch Wertgegenstände. Ja, was ich zum Beispiel auch lustig finde, also lustig, ne, jetzt werden ja auch hier Transporter überfallen mit Schutzmasken. Und das Krass. Geilste, muss ich sagen, da muss ich ja schon fast lachen, ne? Die Bundeswehr hatte, glaube ich, den Auftrag, 6 Millionen Schutzmasken nach Deutschland zu bringen und dann wurden die in Afrika geklaut. Also unsere Bundeswehr ist ja nicht mal in der Lage, 6 Millionen beschissene Schutzmasken zu. Alle wurden geklaut. Also so schlecht sind wir drauf. Ja, die wurden irgendwie alle geklaut, habe ich jetzt letztens gelesen, habe Wo mich hast du es totgelacht. gelesen? Das wäre echt. Ich muss dir mal schicken. Also nicht auf irgendeinen schwarzen Kanal, sondern ich glaube, was war das? Oh, ich muss noch mal gucken, ich will nichts Falsches sagen. Ja, schick's mir, dann packe ich es unten Auf rein in jeden die Fall habe ich Folge. mich herrlich amüsiert, ne, dass jetzt auf der anderen Seite, wenn der Kliniken ausgeraubt und Desinfektionsmittel zu klauen, also das Naja. hat schon echt perverse Züge. Und das ist halt, was wir zu erwarten haben. Im Anfang, wenn das Ding richtig nach hinten losgeht, ne? Ja, und das Ding ist halt, gell, in den letzten Jahren, hast du ja schon gesagt, wenn du so ein gemeinsames Währungssystem hast, jeder will aber sein eigenes Bier machen, dann gibt es immer einen High-Performer, der überproportional profitiert von dem Ganzen. Und so rückblickend war Deutschland definitiv der High-Performer in der EU. Ja, aber genau, aber der zahlt jetzt ja auch durch die Target-Seiten, also ist ja und durch die niedrigen Zinsen, da zahlt es ja auch. Ne, wenn wir keine Zinsen mehr kriegen und letztendlich zahlen wir das dafür, dass dann Griechenland seine Verbindlichkeiten bedienen kann. Ne? Auf der anderen Seite, an wem bedient an Griechenland die Verbindlichkeiten? An die Deutsche Bank. Also der Kreislauf schließt sich ja immer wieder. Ne? Letztendlich ist das ja ein riesen Umverteilungskreislauf. Ja, Deutschland zieht schon Aber ordentlich was raus aus dem Ganzen. na, so würde ich das nicht pauschal behaupten. Ich würde sagen, einzelne Akteure. Okay.
Ne, weil was hast denn du nicht davon? Nix. Genau. Ne, und die Dame an der Kasse auch nicht. Sondern die hat halt jetzt das Problem, dass sie ihr keine Zinsen mehr auf dem Konto kriegt und damit halt auch keine Chance mehr hat, Vermögen aufzubauen. Sondern die Leute werden gezwungen, ins Risiko zu gehen. Ja, die Deutsche Bank hat was davon. Ja, die wird meiner Meinung nach sowieso verstaatlicht. Den einen Vogel da von der SPD, den Gabriel, haben sie doch schon im Vorstand positioniert. Wahrscheinlich sitzt der schon da und macht ein Konzept. Ne, was soll denn der sonst da? Ein SPD-Mann, also ein Sozialist, der hat ja früher immer über die Deutsche Bank abgelästert, sondergleichen, aber der sitzt jetzt da im Aufstand, auch im Vorstand und kriegt, glaube ich, eine halbe Million im Jahr. Das ist ja so lächerlich. Das ist natürlich auch gar nicht für die, gut für die Glaubwürdigkeit der Politik. Wenn du vorher ein SPD-Mann warst, dann, gut, keiner weiß mehr, wofür heute die SPD sowieso steht, aber früher stand sie ja mal für Schutz für die Armen, ne, und letztendlich Schutz für die Arbeitnehmer. Das ist ja schon lange vorbei. Und heute arbeitet halt dann der einer der wichtigsten Funktionäre als Vorstand bei der Deutschen Bank. Da fehlt ja auch nichts mehr ein. Also grundsätzlich habe ich ja keine Probleme damit, ne, dass ein Politiker sich hinterher fleißig engagiert. Aber dann soll er doch vorher bitte auch den Ball flach halten und sagen, okay, nee, das brauch's. Und nicht nur Propaganda verbreiten, sondern einfach ehrlich sein. Ne, und dann auch, und das fehlt natürlich ein bisschen. Deswegen geht ja auch die Glaubwürdigkeit jeden Tag mehr in den Keller. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es wird, ist eine spannende Phase aktuell und wie es weitergeht, das interessiert uns Absolut. alle. Ja, Ja, muss das ist halt man. eine riesen Imbalance zurzeit im Markt und es ist natürlich, alle suchen nach Sicherheit in einem Markt, wo es keine Sicherheit mehr gibt. Wir sind ja auch nur Sicherheit gewohnt und deswegen sind meiner Meinung nach jetzt gerade die nicht die Schönwetterkapitäne gefragt, die mit den gleichen Antworten kommen, sondern jetzt brauchen wir halt auch Leute, die ja vielleicht auch mal krisenerprobt sind und auch schon Krisen erlebt haben. Wobei es ja in Deutschland, ja, ne, wir wurden ja sehr behütet letztendlich. Also das kann man sich so vorstellen eigentlich als jetzt so ein behütetes Kind, die man vor jedem Bösen letztendlich isoliert hat, jetzt auf einmal dann auf einen Spielplatz geht, wo echt fies, wo es fies abgeht und sich jetzt wieder behaupten muss. Und da bin ich gespannt, wie wir das machen. Auf der rauen See, da lernt man das Segeln. Richtig. Ne, ich habe mal surfen gelernt. Das beste Beispiel am Waging am See hatte ich Ja. eine Woche lang gesurft und es war wirklich eine Woche kein Wind. Ja. Ich musste wirklich mit Segel pumpen, damit ich vorankam Ja. und habe hinterher meinen Surfschein bekommen. Der war und dann das erste Mal bin ich dann an der Ostsee gesurft. Ich hab mich angestellt, tatsächlich in meinem Leben noch nie ein Surfbrett gesehen. Und das finde ich ein guter Vergleich. Genau so sind wir vorbereitet. Ja, ist echt so. Und da muss man halt auch mal auf die hören, auf die man nicht so gerne hört, wenn die sagen, wie dunkel es manchmal auch aussehen kann und dass man Ja, sich da gut vorbereitet. bereite dich auf das Schlimmste vor, das Beste kümmert sich um sich selbst. Es Und ist deswegen pa ja. gehört es zu einem Menschen dazu, dass er kritisch denkt, dass er hinterfragt. Und auch in den letzten Jahren haben wir dieses kritische Denken und Hinterfragen, diesen offenen Disput, der ist meiner Meinung nach enorm zu kurz gekommen. Dass auch da haben wir Defizite. Ist Panama immer noch auf deiner Number-One-Länderliste, wenn du jetzt auswandern würdest, oder gibt es was anderes aktuell? Also wenn ich aus. Panama ist ein Traum, aber es ist Ja. natürlich schwierig, als letztendlich als Deutscher, der hohe Stundensätze hat, dann, also in Panama kannst du meiner Meinung nach nur leben, wenn du schon Geld mitbringst, ne? Privatier. Und dann, genau, und dann ist das ein Traum, ne? Weil du kannst für klein, wenn du zum Beispiel eine deutsche Rente kriegst oder so, und dann lebst du in Panama oder Länder wie Panama, also als König. Aber wenn du halt noch dein Leben verdienen willst, dann musst du auch bereit sein, wenn du das machen willst, deinen Lebensstandard natürlich zu reduzieren, weil der Stundensatz in Panama ist natürlich ein anderer wie der Stundensatz jetzt in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich, ne? Ja, aber Panama ist immer noch die Nummer 1, so. Also Panama liebe ich einfach. Ja. Ich mag den Sommer, ich mag den Winter auch nicht in Deutschland und das Coronavirus hat mich jetzt auch nochmal bestärkt, weil das zeigt ja auch, dass in kälteren Ländern scheinbar, wir wissen ja noch nicht, ob diese These stimmt, aber scheint wohl so zu sein, dass in kälteren Ländern sich das Virus besser hält, auch an Oberflächen, weil das Virus hat ja auch bestimmte Stoffe, die sich, wenn es wärmer ist, dann scheinbar nicht mehr so gut an Oberflächen haften. Und das spricht natürlich auch gerade dafür, dass du im Winter oder in kälteren Jahreszeiten dann eher in Länder wohnst, wo es wärmer ist, ne? Und ich muss sagen, für mich selber, ich mag es nicht kalt. Ich liebe es, in offenen Schuhen und mit kurzen Hosen rumzulaufen. Da haben wir schon mal ein Video gemacht. Ja. Für mich ist ein echtes Leben nur ein Leben in Crocs.
Und deswegen mag ich es einfach. Und für mich wäre es zum Beispiel vorstellbar, dass ich im Winter generell in Panama lebe und im Sommer dann wiederkomme, weil hier sind meine Freunde. Hier mag ich es eigentlich, ne? Aber ja. Lies mal die Kommentare unter meinem letzten Instagram-Post. Das ist so ein Selfie mit Palmen im Hintergrund. Da habe ich geschrieben: Hey, wie schaut's aus? Wann kommt der Sommer zurück? Und was denkt ihr, wird der Sommer den Coronavirus töten? Und da haben halt Ja, auch ja. viele kommentiert aus Australien, Südafrika und so. Und die sagen: Nein, hier breitet sich's schneller aus als irgendwo anders. Deswegen. Aber wir bekommen, okay, kann auch sein, wir bekommen aber mehr Vitamin D. Ja. Unser Immunsystem ist auf jeden Fall stärker. Und ach, ich weiß auch nicht warum, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin jeden Tag auch ein Stückchen glücklicher. Ja, es ist echt so. Ich bin auch glücklicher, wenn ich da bin. Und alleine das hat, glaube ich, auch schon vielleicht über die Psyche Auswirkungen auf meine, ja, auf mein Wohlbefinden. Und Ja. dann wahrscheinlich geht man dann so meine Denke. Und ne, viele Sachen sind ja einfach so, weil man denkt, dass es so ist. Und dann fühle ich mich einfach auch ein bisschen gesünder und stabiler. Hast du Eigentum schon dort in Panama jetzt, oder? Nein, nein. Ist nicht so einfach, weil das Klima ist ziemlich aggressiv. Ja. Also das heißt, du hast zwar jeden Tag gleich Temperaturen, aber du hast auch teilweise eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und diese hohe Luftfeuchtigkeit wirkt sich oder ist ein Problem für Bausubstanzen. Okay. Und deswegen das muss man gut konzipieren. Das ist nicht so einfach. Okay. Also in Zypern habe ich jetzt was verkauft, da finde ich es einfacher, weil es da trockener ist, du hast 300 Sonnentage. Was hast du Ja, gekauft? Haus oder da geht Wohnung? was. Wohnung. Ich bin nicht so der Haustyp, da hast du Costa meistens viel Quanta? Arbeit. Was jetzt genau die laufenden Kosten oder was ich investiert habe? Der Kaufpreis von so einer Wohnung da, ja. Also Für. du hast ungefähr 1,5 der Quadratmeter beim Neubau. Das ist echt toll. Hast du Neubau genommen dann? Ja, ich habe Neubau gekauft, aber ich habe lange gesucht. Ich bin da an einen ziemlich geilen Bauträger gekommen, der, würde ich sogar sagen, besser baut als in Deutschland. Also in Deutschland habe ich immer das Gefühl, dass der Staat und auch die Bauträger irgendwie Deutschland hassen, weil die ganzen Objekte so schlecht aussehen. Das sind ja wirklich nur Schuhschachteln. Wir bauen so hässlich und das verändert natürlich auch gravierend die Attraktivität unseres Landes. Ja. Ne, dass wenn man nur noch Schuhschachteln baut, alles sieht aus wie, ja, letztendlich wie ein Quader oder ein Rechteck mit Fenstern drin, dann ist das vielleicht energietechnisch toll, und auch super effizient. Aber ob es dann noch lebenswert ist, das ist eine andere Frage. Kannst du dir vorstellen, Und ja. das, Sorry. Sorry, sag noch fertig. Ja, und ich mag den Neubau gar nicht. Deswegen investiere ich auch primär in ältere Häuser, in Unikate. Liebe es ja auch eher, Autos zu fahren, die schon ein bisschen älter sind, Als Neuwagen. und mein Oldtimer zu fahren, die dann, wo man so Raw and Fat hat, weniger Probleme hat, weniger Elektrik hat, haben auch weniger Wertverlust. Und halte ich auch persönlich für das umweltschonendste Konzept, indem man halt Sachen kauft, die lange halten, Und die es schon gibt. und die es schon gibt und die nicht neu produziert werden, weil da machst du ja auch wieder Ressourcenverschwendung. Deswegen verstehe ich auch viele Konzepte der Grünen einfach überhaupt nicht. Weil letztendlich, wenn wir geboren werden, sind wir ja schon Ressourcenverschwender. Du kannst doch nicht aufhören, Ressourcen zu verschwenden. Das heißt, und wir haben nur zwei Chancen. Die eine Chance ist, dass wir mit dem, was wir haben, super effizient umgehen. Ja, und Das ist die meiner alten Meinung nach Autos unsere fahren größte lassen, anstatt Chance. neu zu bauen. Zum Ja, Beispiel. ist meiner Meinung nach auch wahrscheinlich, also rein vom Gefühl her, ich habe das nicht berechnet. Ich habe ja selber auch 10 Jahre fast 10 Jahre für die Automobilindustrie gearbeitet und kann mir nicht vorstellen, dass es gut ist für eine Umwelt, wenn du dir jeden Tag, jedes Jahr ein neues Auto kaufst. Alle 3 Jahre, bei jedem Facelift kaufst du dir ein neues Auto. Das Ja. ist, nee. Also alleine, dass unsere Steuern in Deutschland schon so hoch ist, ist eines der größten Umweltverschwender. Weil das sorgt ja dafür, dass wir alle viel mehr arbeiten müssen. Wir müssen viel mehr Shit verkaufen, damit unser Gehalt dann bezahlt werden, damit wir die Steuern zahlen können. Ja, Ne, klar. das ist ja ein gesamter Teufelskreislauf, der in Summe durchdacht gehört. Wie kommen wir effizienter mit weniger Regeln? Weil jede Regel kostet ja auch Geld. Denn die Regel muss ja auch letztendlich, deren Einhaltung muss ja auch sichergestellt werden. Also meiner Meinung nach gibt es hier so viele systemimmanente Einsparpotenziale, aber in unserer Politik wurde nur an einem einziger Stelle eingespart. Und das ist meiner Meinung nach bei der Kompetenz der Politiker. Da hat man rigoros durchgezogen. Ne? Also da hat man wirklich gespart. Das ist der Wahnsinn. Also Ja. das teilweise ist es kaum zu fassen,
was da Politiker von sich geben. Letztens, das habe ich ja kaum gepackt, ey, das war hier der Chef von den Grünen, der meinte, ja, wenn die jetzt Leute im Moment die Firmen oder so nichts zu tun haben, dann sollen sie sich doch dann beschäftigen, vielleicht von der Ölheizung auf ein effizienteres Heizungssystem umzustellen. Das ist so wie, so, weißt du, wenn du dir Brot nicht mehr leisten kannst, dann iss halt Kuchen. Ne? Also, das ist ein Schwachsinn. Und das Schwachsinn. merkt, ja, das sind wirklich für mich die härtesten Populisten. Die erzählen halt Sachen, die sich gut anhören, aber die überhaupt keinen Sinn machen, wenn man sie bis zum Ende durchdenkt. Es gibt so viele Sachen, die hören sich super an, aber wenn man sie wirklich mal bis zum Ende durchdenkt, dann stellt man fest, ja, okay, das ist es zwar, es hört sich toll an, aber ökonomisch und ökologisch am Ende dann eine absolute Katastrophe. Also ich denke, wir sind hier in so vielen Bereichen auf dem Holzweg und es wird einfach nur propagiert, um Wählerstimmen zu kriegen, aber eigentlich ist es eine Riesenkatastrophe. Ja. Und noch eine Immobilienfrage habe ich mir eingefallen gerade. Und zwar jetzt mal angenommen, wir reden von zwei Objekten. Eine Immobilie ist 100.000 Euro wert aktuell und ist nicht besichert. Eine andere Immobilie ist 100.000 Euro wert und ist besichert und es kommt eine Währungsreform. Wer steht besser da danach? Ja, das ist ja die Frage, die am Ende rauskommt, ist, wie wird mit Schulden umgegangen? Kann es sein, dass eine Zwangshypothek reingedrückt wird, denen die Ja, abbezahlt sind? zum Beispiel können wir das ganz gut mit der Soforthilfe Corona vergleichen. Hier bekommen ja nur Leute Geld, die ein Problem haben, richtig? Ja. Die, die kein Problem haben, kriegen nichts und werden benachteiligt. Ja. So. Jetzt könnte man natürlich auch diese Logik übertragen auf Objekte, die Kredit drauf haben und die keine Kredit drauf haben. Das heißt, der schön abbezahlt hat, bekommt jetzt ein dickes Pfund eingetragen, weil der kann ja mehr tragen. Ja. Der 110% belastet ist, da ist gar kein Platz mehr im Grundbuch für einen neuen Eintrag. Er kriegt halt nichts mehr. Kann auch sein. Aber ja, das ist halt dann auch eine riesen intellektuelle Aufforderung, wenn man jeden unterschiedlich betrachten und behandeln will. Das ist alles nicht so einfach. Ja, klar. Ne, Schwierige also Situation. absolut schwierige Situationen, wie man damit umgeht. Am besten ist es letztendlich, wenn du schaffst, einen Teil deiner Chips einfach vom Tisch zu nehmen. So, dann kannst du natürlich auch nicht belastet werden. Deswegen Ja. ist Gold wahrscheinlich zurzeit mit die coolste Anlageform. Ja klar, wenn da die, da glauben die Leute seit Jahrhunderten dran, warum auch immer, ist, damit kannst du eigentlich nichts anfangen, außer. Ja, und du kannst ja erstmal die und du kannst und du kannst die Chips erstmal vom Tisch nehmen. Ja Du klar. kannst ja das Gold ja zu Hause lagern. Und dann verkaufst du es irgendwann Ja, oder? später zu einem Kurs, den es Ja, halt gibt. ja, ja. Wenn es halt keiner weiß, ne, macht keinen heiß. Also letztendlich langfristige Vermögenswerte, die du maximal unter der eigenen Kontrolle hast und möglichst weit weg hast vom europäischen Staatensystem. Das ist wahrscheinlich, da bist du noch mit am sichersten dran. Ne, Okay. weil kann natürlich auch sein, wenn die Leute alle Gold zu Hause lagern, dass dann wie bei der Gestapo letztendlich so eine Polizeikohorte von Haus zu Haus geht und bei jedem die Tresore und ja, die Goldkisten leert. Das wissen wir nicht, wie hart es kommt. Also Also das wäre mal klar. der gruseligste, möglichste Vorstellung. Das ist alles möglich, alles möglich. Alles ist Für möglich, deswegen gilt es eigentlich, die einzige Lösung dafür ist, Panama. dass du den Futterkorb so weit wie möglich stellst. Naja, Panama. Dass du den, ich habe ja in Panama noch nichts erworben, weil ich nichts gefunden habe, leider. Sonst würde ich mich wahrscheinlich auch noch ein Stückchen besser fühlen. Ja gut, aber man kann ja nicht Aber, mal hinfliegen mehr jetzt ohne Probleme. wie bitte? Man kann ja nicht mal hinfliegen ohne Probleme nach Panama Nee, jetzt. im Moment kommst du nicht mehr weg. Außer Ne? privat. Also, momentan kommst du nicht weg. Privat, oder? Privatflug. Das weiß ich auch nicht, wie weit das akzeptiert Ich wird. habe geprüft, also die Möglichkeit besteht. Okay, also es gibt noch Möglichkeiten Wir wegzukommen, ja. müssen uns teilen, aber die Kosten, Das ist ja einfach, ich mach kann mir halt es nicht leisten, Flugsharing allein, und ist zu sind, teuer. ja, wenn man sich zu fünft oder zu, du willst ja sowieso nicht alleine auswandern, Also sondern 100.000 Dollar pro Strecke muss man hinlegen. ja, wenn da aber zu 10 oder zu, ich weiß nicht, wie groß der Flieger ist, dann muss man halt schauen, dass Zehn, man zwölf da, Leute. 12 Leute. naja, gut, also wenn man das durch 12 teilt, Ein Zehner und für jeden. es geht um dein Leben, dann glaube ich, das ist ja wie die Flüchtlinge, wenn die jetzt 8.000 oder 10.000 Euro zahlen nach Deutschland, dann hast du wahrscheinlich, wenn du deine Möbel verkaufst oder was ich was, genau wie die das machen und das gleiche Konzept anwendest, dann sollte man wahrscheinlich schon in der Lage sein, das irgendwie zu stemmen. Oder ein Ja. Kumpel hilft dir mal aus oder so.
Ne? Also wenn man jetzt wirklich weg will, dann findest du schon noch einen Weg, denke ich. Ja, auf jeden Fall. All in, also muss man halt schon all in gehen, wie die anderen das machen. Na, aber das ist halt die Frage. Also es ist wirklich schwer vorhersagbar, aber es macht doch Sinn, zu versuchen, sich ein bisschen unabhängig aufzustellen. Also auch, ist ja genau, wenn du Tabletten brauchst, dann holst du dir jetzt halt eine Jahresration, ne? Wenn du es noch nicht gemacht hast. Dann bist du auf jeden Fall unabhängiger als jemand, der jetzt immer nur alle jeden eine Monatsration hat. Denn wenn der jetzt neue Tabletten braucht und er braucht die unbedingt, dann gibt er wahrscheinlich jeden Preis aus dafür. Ich habe zum Beispiel mal mit meiner Tantin gesprochen, die braucht immer so ein Rheuma-Medikament. Dann hat sie leider ein bisschen zu spät Bescheid gesagt, aber das gibt's nicht mehr. Und jetzt muss sie natürlich dann ihr Rheuma selber mit sich ausmachen oder schauen, ob sie irgendeine Ersatzmedikation, wo aber sie vielleicht nicht so gut drauf eingestellt ist. Also das ist blöd, weil mir zum Beispiel jetzt nicht rechtzeitig reagiert. Das hätte man schlauer machen müssen. Ja, klar. Jetzt ist es schon ein bisschen spät. Ja. Jetzt ist schon ein bisschen spät bei manchen Sachen. Ja. Einige gehen noch, aber es wird jeden Tag später. Wird alles dauert länger, ist richtig. Ja. Ich habe ja auch ein paar Sachen bestellt und manche kommen einfach nicht. Dauert einfach Ich muss länger. sagen, ich war froh, dass am letzten Tag, bevor die Baumärkte geschlossen haben, habe ich echt nochmal einen riesen Einkaufsmassaker gemacht. Also anders kann ich nicht sagen. Ja, ich von morgens bis 8, bis abends, bis möglich war, mit Einkaufen beschäftigt. Und dadurch sind wir gut aufgestellt, auch im Büro, was Papier betrifft oder so. Weil wenn halt keiner liefert, liefert keiner. Ne? Was willst du da machen? Dann hast du halt einfach nichts. Und man muss da schon ein bisschen, ich bin auch kein Freund von Hamstern, aber noch blöder ist es, wenn du nicht vorbereitet bist. Und dann leidest du, weil du letztendlich jetzt keinen Brief mehr verschicken kannst, weil du kein scheiß Papier mehr hast. Ne? Ja, klar. Und paar Drucker und Büropapier, letztendlich kann man das auch, also man kann auch, ich sag mal, so normales Papier fürs Klo benutzen. Ja, klar, zur Not. Aber andersrum ist schwierig. Alles in der Hand und Hände waschen, Ja, okay. weißt Ja gut, da wollen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Nein, das lassen wir erstmal drin. Wie ist es Wir bleiben beim eigentlich Klopapier. beim Virus? Schätzt du den Virus als gefährlich ein oder Propagandamaßnahme? Also wenn das Propaganda ist, dann ist das Opfer, was man dafür eingeht, oder das ist schon krass. Und dadurch, dass es weltweit ist, ich denke, Menschen sind zu blöd, um das so, also da weltweit irgendwas zu koordinieren. Also was hat, glaube ich, mal Lincoln gesagt, wenn du ein Geheimnis zwischen zwei Menschen behalten willst, musst du einer schießen. Okay. Und deswegen, also weil es weltweit und ich mir nicht vor, also die Länder ja, wenn Frieden ist, schon nicht an einem Strang ziehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier irgendwas Geplantes ist. Nee. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und nee, ich meine es auch, wie gefährlich das Ganze ist, weil manche sagen ja, die haben Gefährlich. den Virus gehabt und denen passiert gar nichts. Also, dass Ja. hier der Virus verbreitet sich, der ist da, keine Frage. Es ist halt Aber massiv gefährlich für eine bestimmte Altersgruppe. und warum man nicht nur diese Altersgruppe abschottet, das haben wir beide nicht verstanden. Und das haben wir vorhin diskutiert, das wäre auch mein Weg gewesen, dass man letztendlich alle, die zu der Risikogruppe gehören, das heißt die Alten und die Kranken, hätte man isolieren können in ihren Wohnungen. Und denen hätte man dann helfen können über Nachbarschaftsprogramme, indem man ihnen Essen vor die Tür steht. Ich glaube, das wäre wesentlich günstiger gekommen. Alles andere läuft durch. Und zwar so, dass letztendlich dann die Virusdurchdringung durch die Bevölkerung zieht und dadurch, dass natürlich auch für viel weniger es gefährlich ist, wird es ja auch viel weniger Extremfälle geben. Also werden auch die Krankenhauskapazitäten dann gar nicht so gefordert werden. Und da die hätten aber alles, das Leben wäre aber weitergegangen und man hätte nicht so einen wirtschaftlichen Schaden verursacht, wie man jetzt verursacht werden. Da sind ja Unternehmen dabei, da haben Leute 20 Jahre gebraucht, um ihr Unternehmen aufzubauen. Und es kann sein, dass das jetzt einfach in 3, 4 Wochen weggewischt ist. Ja, klar. Und dann geht das ja nicht so, dass du nächste Woche wieder aufmachst, sondern dann brauchen andere wieder die 20 Jahre, um sowas aufzubauen. Ne? Und also man lässt schon ganz schön ordentlich Luft jetzt aus dem Ballon raus. Und so schnell wird man das auch nicht mehr aufpumpen können. In Schweden fahren die ja das Konstrukt, wie du es eben besprochen Ja, hast, soweit ich weiß. finde ich jetzt vom Ansatz und von den Informationen, die mir zur Verfügung stehen, den besten. Ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, was bei denen abgeht, und ich bin mal gespannt, ob Aber die in zwei, drei Wochen das immer noch ich machen. möchte jetzt nicht vergleichen, dass man sagt, okay, man lässt jetzt durchziehen, weil der Tod von so und so viel ist unbedeutender als die Wirtschaft als solche.
Das fände ich einen schrägen Vergleich. Ne, das soll, also darauf soll es nicht rauslaufen. Ne? Aber ich sage mal so, man muss wie bei allen Sachen ein gesundes Mittelmaß finden. Und das ist ja zum Beispiel auch das Mittelmaß, was wir momentan extrem vermissen bei der Ökodebatte. Ne, dass quasi mit der Brechstange agiert wird und nicht mit Maß, mit Augenmaß. Ja? Also, dass man nicht einen Mittelweg findet. Gut, viele sagen, es ist zu spät für einen Mittelweg. Also, das kann ich nicht beurteilen. Ne? Also, aber ich denke, für schnelles Handeln, für effizientes Handeln und dann von mir aus ein Mittelmaß zu finden, ich glaube, das ist immer noch besser als so, wie wir es machen. Dieses Stückweise nach vorne gehen und dann immer ein bisschen das und ein bisschen weniger. Das halte ich ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Also da wäre ich auf jeden Fall für einen sagen wir mal, für einen radikaleren Ansatz zu haben oder für einen segmentierten Ansatz. Ne? Also dass man sich wirklich auf die gefährdete Zielgruppe, dass man die beschützt und dass die anderen quasi weitermachen. Dann bin ich voll bei dir und ich hoffe, dass die Regierung sich auch auf diesen Weg einschießt, wenn jetzt die Verbreitung nicht so krass sein wird in der nächsten Zeit. Machen die sich bestimmt darüber auch nochmal Gedanken. Ja, das hoffe ich. Also manche Menschen scheinen da ja doch noch recht besonnen zu agieren. Ja, also ich hoffe, dass das auf jeden Fall ein gutes Ende nimmt, das Ganze, dass möglichst wenig Menschen zu Schaden kommen und die Wirtschaft danach noch trotzdem stabil läuft, trotz allem, was gerade Ja, passiert. und was ich auch auf jeden Fall empfehlen kann, also dass man sich nicht mehr als 10 Minuten am Tag diese Corona-Informationsflut hergibt, weil es bringt doch nichts. Und jetzt weiß, Corona ist da und wie du dich verhalten sollst, dann reicht's doch. Weil manche Menschen beschäftigen sich ja den ganzen Tag nur noch mit dem Corona-Thema. Also, ne, also die sind wirklich schon selber Corona. Ja. Und das hilft doch dir selber auch nicht. Und entsprechend würde ich jetzt auch wirklich die Zeit nutzen, um mich gut auf die Zeit danach vorzubereiten. Also alle, die Das bis kann. hierher gehört haben, die sind auf jeden Fall gut vorbereitet, würde ich jetzt mal Ja, dass sagen. man einfach sich überlegt, okay, wenn es jetzt wieder losgeht, was muss ich machen, um möglichst wie mit einem Katapult aus dem Startloch wegzuschießen und nicht erstmal dann raustaumele, noch Corona verrückt, sage ich jetzt mal so, sondern nee, dass ich jetzt mich fortbilde, die guten Bücher lese, die ich schon immer lesen wollte, dass ich mir Gedanken mache, dass ich mir überlege, was kann ich auch in der Krise tun, um vielleicht noch ein bisschen Umsatz zu gestalten. Und es gibt ja viele Möglichkeiten und Emotionalität frisst Verstand. Deswegen sollte auch dem Corona quasi seinen Platz geben, aber auch seinen Platz geben. Also das auch gesteuert und mit Verstand und nicht jetzt den ganzen Tag und wen hat es jetzt erwischt und kennst du auch jemanden und Gottes Willen und oh Gott, nee, das bringt doch niemandem was. Ja, klar. Ne? Also, sondern hier, dass wir wieder zu Verstand und Augenmaß kommen. Ja, okay, super. Dann bedanke ich mich bei dir, Florian, für deine Zeit. Gerne. Und ja, nochmal kurz zusammengefasst, die Fördermaßnahmen sind wohl da. Die Frage ist halt nur, ob die alle rechtzeitig kommen, weil es halt doch ein riesen Verwaltungsapparat da hinten dran aufgebaut ist. Bei den Immobilien sind die Auswirkungen wohl auch zu spüren langfristig, aber jetzt kurzfristig ein Klar. bisschen verzögert im Wohnbereich, vielleicht gar nichts. Im Gewerbebereich wird es schon relativ zügig durchschlagen Ja, auch und im Wohnbereich gibt es jetzt ja die Tendenzen, dass Vermieter den Mietern nicht mehr die Mietverträge kündigen können, wenn sie ja. jetzt mit 2 Mieten hinterher sind. Und ja, auf der anderen Seite hast du natürlich als Vermieter den Kredit letztendlich auszusetzen und dann ist der Mieter dir ja auch letztendlich Kompensation schuldig. Das sind momentan ja 5% über dem Basiszins. Und wenn du jetzt bei der Bank letztendlich 1% für deinen Kredit zahlst und dann 5% von deinem Mieter bekommst, das er aufschiebt, und wenn du das geschickt machst, dann finde ich das eigentlich auch noch eine ganz faire Ja, Lösung. er verdient Was sogar noch nicht. mehr dabei, wie wenn kein Ausfall Ja, das wollte ich jetzt so nicht formulieren, wäre. aber im Prinzip, um mal einen praktischen Tipp zu geben, so kann man das sicherlich machen. Ne? Ja. Also, und letztendlich aber auch mit seinen Mietern reden und sich auch den Beweis erbringen lassen. Nicht, dass da wieder diese, ne, auch da diese Trittbrettfahrer gibt, die jetzt sagen, ja, Corona, ich kann Miete nicht bezahlen, sondern dann hier schon auch Beweise fordern. Ne? Also, dass wirklich die Miete nicht mehr zu zahlen ist über eine Einnahmenüberschussrechnung oder so. Und wie schon gesagt, am besten ist jetzt die Zeit nutzen, auch jetzt mal für Werbung in eigener Sache, wer mein Buch
Internet, der soll es auf jeden Fall tun. Und ich biete auch 2 Digitalkurse an, wo man auch im Moment sich wirklich geil weiterqualifizieren kann oder indem man sich so YouTube-Videos anguckt, wie jetzt deins hier. Das ist ja auch schon Weiterbildung, dass man lernt, wie man zum nicht nur Schönwetterkapitän ist, sondern auch, wie man segeln kann, wenn ein bisschen Sturm kommt. Ja, klar. Da muss man die Segel richtig spannen und nicht einfach nur aufschlagen. Und perfekt. So in sieht's diesem aus. Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund und Ich dir auch, deine mein Lieber. Family soll auch gesund bleiben. Ebenfalls, ebenfalls. Nur das Beste Und für dich und auch natürlich deine Zuhörer. Bleibt gesund, Freunde. bleibt gesund, Freunde. Macht's gut und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unter das Video. Wir werden uns bemühen, alle zu beantworten.